Ich bin der Kecht Richard, ich bin Forstwirtschaftsmeister und ich arbeite bei den Bayerischen Staatsforsten am Forstlichen Bildungszentrum in der Labau. Und heute zeige ich euch, was man beachten muss, wenn man mit einem Schlepper und einer Seilwinde Holz aus dem Wald rausrückt. Hinter mir, da steht ein landwirtschaftlicher Schlepper mit einer Seilwinde, die über die Dreipunkthydraulik mit dem Schlepper verbunden ist. Und jetzt schauen wir uns das Gerät erst einmal an. Wir haben jetzt da eine Seilwinde, in dem Fall eine Doppeltrommelwinde mit 2x6 Tonnen Zugkraft. Und die kann ich über den Funk bedienen. Das heißt, ich brauche nicht dabei an der Winde stehen, sondern ich kann das von der Weide machen. Und die wichtigsten Schritte, oder einer von den wichtigsten Schritten, sind eigentlich schon passiert. Im Vorfeld bei der Holzernte ist nämlich schon darauf geschaut worden, dass die Bäume für die Bringung möglichst günstig liegen. Das heißt, die liegen so gut ein bisschen geht schon längs zur Bringungsrichtung. Ich brauche die nicht mehr eindrehen, sondern ich kann die anhängen und rausziehen. Und der zweite Schritt ist der, ich habe jetzt da natürlich auch schon Platz gehabt, der Schlepper steht jetzt nicht quer zur Bringungsrichtung, sondern längs. Also ich habe den Eidraht und der steht jetzt auch genau längs zu der Richtung, wie ich nachher mein Seil ausziehe. Dann steht er viel stabiler, wie wenn ich die Bringungsrichtung quer dazu habe. Und der Frontlader ist nicht zu weit in der Hecht. Also ich habe den ein bisschen weiter abgesenkt, weil umso tiefer der Schwerpunkt ist von dem Gerät, umso weniger ist die Gefahr, dass er umfallen kann. Gut, jetzt können wir starten. Gut, ich habe jetzt da eine sogenannte Schockerkette. Das heißt, der Baum wird mit der Kette angehängt, also aufs Würgen angehängt. Und da habe ich einen Seilgleiter, von denen habe ich mehrere am Seil. Da kann ich dann auch mehrere Bäume zusammenhängen. Und mit dem Gleiter kann man auch da die Länge verstellen. Also das kann man ganz einfach durch das Loch da locker machen und auf unterschiedliche Längen einstellen. Und das sollte da vorne ein bisschen überstehen. Und wichtig ist bei allen seinen Arbeiten, dass das ganze Zubehör, sprich das Seil, der Gleiter, die Ketten und eventuell auch andere Teile, die ich da benutze, auf die Zugkraft von der Winden abgestimmt sind. Also das darf nicht irgendeine Kette sein, die halt daheim nur umeinander gelegen ist und kein Mensch weiß, wie viel das aushält, sondern die muss halt von der Belastbarkeit her zu der Zugkraft von der Winden genau passen. In dem Fall haben wir jetzt ein Langholz dran hängen. Ein Langholz hat bei der Bringung einen großen Vorteil, und zwar den, dass hinten nicht ausschlagen kann, weil es so lang und so schwer ist, dass das eigentlich in seiner Position liegen bleibt. Das heißt, die brauchen wir ums Holz weniger Gedanken machen, aber es bleibt trotzdem noch genug Sachen, die ich beachten muss. Das eine ist ein Seil, ich gehe jetzt dann ja mit dem Seil auf Spannung, und auch wenn das Material alles passt von der Belastbarkeit her, es kann einmal was brechen, und wenn da was reißt oder bricht, dann wird das immer längs vom Seil eher ausschlagen. Das heißt, ich gehe einmal ein bisschen seitlich weg, dass mir da nichts passiert. Und vorher schaue ich aber nur, ob nicht irgendwelche Tothölzer noch umeinander stehen, die vielleicht brechen oder umfallen, wenn ich mit dem Baum den berühre. In dem Fall haben wir das aber vorher schon entfernt. Und jetzt stelle ich mich in eine Position, von der aus ich, das ist halt der optimale Fall, den Stamm, den ich gerade ziehe, sehen kann und auch meinen Schlepper. Weil wenn dann irgendwas nicht ganz passt, dann kann ich sofort reagieren. Jetzt ist da ein bisschen eine blöde Stelle, da muss ich hinsehen. Gut, jetzt hat man einmal erkennen können, dass er an einem Hindernis ein bisschen angestanden ist, und er ist aber dann recht schön drüber gesprungen. Und das kommt von dem, weil da die Kanten gebrochen ist. Also wir sagen da Spranzen dazu. Und durch das Spranzen schlürft er leichter an Hindernisse vorbei und grabt auch nicht so im Boden umeinander.
Und deswegen kann ich es euch bloß empfehlen, wenn ihr irgendwo ein schwieriges Gelände habt oder wenn ihr gespannt, der Baum, der kommt vielleicht schwer rausgehen, dann macht es das. Wir haben jetzt da drin auch welche, wo das noch nicht gemacht ist. Vielleicht sehen wir ja den Unterschied. Das kommt jetzt dann gleich auf. Aber das ist auf jeden Fall was, das bei schwierigen Bäumen Sinn macht. Und jetzt gehe ich mit dem zweiten Seil wieder rein und hole die nächste Ladung. Jetzt habe ich da drei Stammstücke zusammengehängt, da sagt man Schockern dazu, und die ziehe ich jetzt gleichzeitig nach unten. Das ist ganz praktisch, aber es hat jetzt eine Gefahr, das Kurzholz, das kann schon mal ausschlagen. Also wenn das irgendwo ansteht, dann schlägt das unkontrolliert und relativ schnell zur Seite oder auch oben drüber. Deswegen ist jetzt wieder die Wahl vom richtigen Stammplatz sehr wichtig. Im Idealfall stehe ich schräg dahinter, also nicht geradeaus hinterbei, falls wieder was abbricht. Und auch nicht direkt daneben, falls es ausschlägt, sondern schräg hinterbei stehe ich eigentlich perfekt. Gut, die sind jetzt recht schön runtergegangen. Das funktioniert aber nicht überall so gut. Man hat da wieder zwei, dreimal gesehen, sie sind schon ein bisschen hängen geblieben, aber sie sind halt gerade so drüber geschlafen. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Und da war die Gefahr schon da, dass sie vielleicht ein wenig ausschlagen. Und wie das ausschaut, wenn er einmal richtig ausschlagt, das zeige ich euch jetzt. Das hat man jetzt, glaube ich, relativ gut erkennen können. Der ist da angestanden, nach vorn hat er nicht mehr weiter können. Ich habe nicht zum Ziehen aufgehört, oder die Winden hat nicht zum Ziehen aufgehört. Und dann muss er irgendwo hin, und der hat halt zur Seite ausgeschlagen. Und wenn man da auch gerade irgendwo in dem Bereich steht, wo er hinschlagt, dann ist das nicht gut. Also dann werden wir definitiv Zweiter. Und deswegen ist ganz wichtig, wo man steht, schräg hinterbei. Dann schaut man bloß zu. Denkt sie, Glück gehabt, dass er vorbeigegangen ist, und das passt alles. Anders wäre das schlechter. Aber bei dem Stock haben wir jetzt gleich nur eine Situation, die gerne mal ist. Da steht jetzt der Langbaum direkt an. Wenn ich da geradeaus anziehe, dann zieht es genau an den Stock an. Ein Langbaum schluckt zwar nicht aus, aber der geht auch nicht vorbei. Und deswegen lege ich jetzt den mit der Kette um und zeige euch, wie man den da vorbeibringt. Genau, so sollte das Ganze dann sein. Also die Ketten, die kleben sie praktisch zwischen Stamm und Stock
hebe ich durch das den Stamm ein bisschen nach oben und dann schlürft er vorbei normalerweise. Jetzt brauche ich gerade noch da einhängen und schon haben wir geschickt. Wunderbar. Wunderbar ist er vorbeigegangen. Den will man gerade anhängen und einfach anzieht, dann rutscht die Kupplung von der Windenwand der Zirkten nicht und ärgert sich recht oder sonst was. Und so, da geht das einwandfrei. Das sind halt ein paar so Kleinigkeiten, die, wie man mal gesehen hat, dann kann man sich da schon gut helfen. Jetzt kehrt der natürlich nur zu der Windenhitzung, dann fahre ich mit der Fuhre raus und dann ist praktisch das erste Mal die Winden richtig voll geworden. Dann komme ich halt mit der leeren Winden wieder zurück und suche mir die nächsten Stämme aus. Ich werde vorher vorne wieder weiter da und dann macht man einen nach den anderen fertig. Und wenn man da ein bisschen vorsichtig ist, dann geht das auch relativ flott und sicher über die Bühne.